Also zum Datensichern klickt man hier auf diesen Link, der ist unten in den Beschreibungen und da erscheinen sämtliche Notizbücher. Ich will aber auf die Kursnotizbücher, weil da sind die alle. Also Kursnotizbücher, dann nehme ich mir eins raus. Rechte Maustaste, Eigenschaftstaste, dann erscheint das Fenster und ich gehe auf Kopie speichern. Und dann fragt er, was ich tun möchte. Jawohl, ich möchte es kopieren, will ich, und ich will es in ein anderes Microsoft-Konto. Speichern mache ich und dann muss ich mich natürlich in dem anderen Ordner anmelden und wenn ich das gemacht habe, auf jetzt kopieren und dann ist es da, dann sagt er in dem Ordner Dokumente, macht das alles klar. Und wenn ich in mein neues Konto gehe und auf Dokumente gehe, dann habe ich hier die Notizbücher. Was aber nicht, also was mir nicht gelingt, ist herunterladen. Also wer weiß, wie es funktioniert, schreibt es bitte in die Kommentare. Es ist hier wunderbar, aber es lässt sich nicht, mag einfach nicht, keine Ahnung warum.